So, jetzt haben wir gleich meine Lieblingszahl erreicht. 42 Teilnehmer. Dann können wir anfangen, oder? Also die Antwort haben wir schon. Ja, die Antwort haben wir schon. Jetzt geben wir noch die Frage rein. Nee, aber dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen alle hier bei dem Track. Der Aydin Mohammadi wartet schon sehnsüchtig auf euch. Er seines Zeichens von Partner und Architekt bei der Blue Hands, schon über 20 Jahre in der Softwareentwicklung unterwegs, und ich habe mir sagen lassen, auch einer der ersten, der bei den Karlsruher Entwicklertagen überhaupt dabei gewesen ist und auch noch Mitinitiator von der .NET User Group in Karlsruhe. Und der Aydin wird euch jetzt super Dinge über Chatbots, Machine Learning und Graph API zeigen und vielleicht auch, wie der Computer einen besser verstehen kann. Damit übergebe ich an dich. Ja, super, vielen Dank. Ja, Aydin Mohammadi. Ich würde gerne mit einem respektvollen Du in die Runde reden. Ich hoffe, es ist für alle passend. Ansonsten werde ich das dann irgendwie überbügeln oder so. Ja. Und ich würde es auch gerne unheimlich interaktiv gestalten. Also bitte Kameras an, unmuten, wenn irgendwas ist, reinschwätzen. Einfach so. Wum, wum, wum. .NET User Group, da die .NET User Group darf ich hier repräsentieren. Ich freue mich, also es ist wirklich toll, jedes Mal wieder beim Entwicklertag zu sein. Schade, dass das letzte Mal ausgefallen ist. Wir werden den dann die nächsten Male wieder in Präsenz sehen. Wer also noch nicht auch Mitglied der .NET User Group ist, inzwischen machen wir das ja immer mit Meetup, also bitte einmal klicken. Und wer noch mehr Lust auf Konferenzen hat, wir machen, die .NET User Group macht seit über 10 Jahren einen Open Space, und der findet diesmal auch online statt. Ansonsten ist er immer bei Präsenz, wo wir einfach ohne Agenda miteinander reden. Nach der Veranstaltung, nach dem Vortrag, bin ich in Gettertown auf dem Stand von Blue Hands. In der oberen Etage, also es gibt 2 Etagen, wir sind oben. Da können wir dann einfach weiter miteinander uns austauschen. Um was geht's denn? Na, Chatbots, Machine Learning, die Backend-Zeugs, ja. Das ist so mein Thema. Und ich habe eigentlich nur 2 Bilder. Und dann möchte ich gerne das interaktiv im Code machen und da bitte dann auch immer gleich fragen. Es ist sportlich. 14:45 ist Deadline. Bisschen vorher noch. Also ich werde entweder zu schnell reden oder ich werde zu langsam reden und euch langweilen. Also bitte dann auch sagen, jo, wissen wir schon alles. Schneller machen, wir wollen da hinkommen. Was ich sehe, also meine These, oder ja, was ist meine These? Also ich glaube, es ist allgemein Usus. Wir haben unterschiedliche Anwendungsplattformen, wo wir unsere Programme drauf laufen lassen, also auch Art und Weise von Programmen. Und altbekannt natürlich Desktop, Browser, Mobile. Und meiner Meinung nach, und das kann man auch erkennen, gibt es weitere Plattformen, wo wir unsere Programme drauf laufen lassen können. Das sind diese persönlichen Assistenten und Chatbots. Also für mich ist ein Chatbot eine Anwendungsplattform. Ich sehe gerade einen Chat, eine Frage. Ich kann die nicht so richtig im Blick haben. Ist keine Frage, ist nur der Link zum Feedback. Ah, okay, super, weil ich sehe das nicht, ja, also ich sehe euch und dann sehe ich meinen, also Chat überfordert mich intellektuell. Wenn im Chat eine Also, Frage kommt, streue ich genau, die ein. einfach reinreden dann bitte. So, also Chatbots sind für mich eine Anwendungsplattform, ähnlich wie eine Alexa oder sowas. Und diese Anwendungsplattform, die hat eine Aufgabe. Und zwar erkennt man das, also seit Jahren erkennt man das, dass
Software-Landschaft, also der Software-Applikationen, die wir bauen, sehr häufig, natürlich logischerweise über die verteilten Systeme, dass ein Programm nicht mehr ein eigenständiges Produkt ist, so wie Photoshop oder sowas. Oder, das ist, wird immer weniger. Es sind Spezialsoftware, gibt es noch, aber Maschinensteuerung sagen. Aber eigentlich, was sich etabliert oder wo ganz klar ist, und wenn ihr schaut, was ihr baut, ist meistens so, also man hat eher Services, also das heißt, die Software, die ich habe, die Applikation, die ich habe, das ist ganz mehr als nur eine Excel sozusagen, die ich verkaufe oder eine App, die ich verkaufe. Und deswegen sind ganz viele Applikationsplattformen eigentlich Zugangspunkten zu meinem Service. Und da habe ich dann einen Mobile-Zugang, einen Desktop-Zugang, einen Web-Zugang und auch einen Chatbot-Zugang. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein Chatbot in so einem Schnelldurchgang einmal durchprogrammiert, wo da so einzelne Themen liegen und was man damit auch machen kann. Den Code dazu, finde er bei uns auf dem GitHub-Channel. Das ist auch im Prinzip das mit den Folien. Wir hatten es vorhin gehabt, bevor alle kamen. Ihr kennt diese Chatbots, dass die dann vielleicht so tun, als ob sie ein Mensch wären. Ja? Also ich chatte mit irgendeinem Bot und ich meine, dahinter ist ein Mensch. Das ist nicht mein Thema. Also ich finde es furchtbar. Ich finde, es funktioniert auch nicht gut. Also diese ganze Support, man stellt eine Frage oder sonst irgendwas und dann tut der andere so, als ob das ein Mensch ist und beantwortet dann meine Fragen. Also sehe ich jetzt nicht. Ich finde es auch irgendwie komisch, ja, mit dem Roboter zu reden. Wo ich aber ganz, 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 ganz viel Sachen sehe, ist tatsächlich den Chatbot als ein erweitertes UI zu betrachten. Tatsächlich als ein Zugangspunkt, als eine sehr komfortable Art und Weise, wie ich auf mein Programm zugreife. Also einfach aus dem UX heraus. Ich habe damit jetzt, also kann man ganz viele Themen machen. Also zum Beispiel hatte ich gerade letztens, hatten wir eine Arbeit gemacht, wo wir Cloud-Ressourcen steuern, also wo wir Sachen hoch und runter fahren für Demo- und Präsentationszwecken, also wo man so eine Landschaft hochfährt und eine Landschaft wieder runterfährt. Also jetzt nicht produktiv im Sinne, es läuft permanent. Und da das ist ja auch immer so ein bisschen challenging, ja, was muss man hochfahren, welche Kontext hatten das? Und so kann man dann einfach sagen, du, fahr mir mal Smart Sales hoch. Ja, und dann fahren dann ein paar Sachen hoch. Dann kann ich dann arbeiten dran oder präsentieren, dann kann ich sagen, fahren wir es wieder runter. Ja, und die Sache, ich muss ja nicht ins Portal gehen, da klicken, alles wissen, in welcher Reihenfolge. Und ich kriege es vielleicht hin, aber andere vielleicht, mein Produkt. So, also mein Anwendungsfall ist, ich habe einen Zugangspunkt. Ich möchte die Applikation vereinfachen. Ich möchte das den Menschen geben. Und mein Beispiel ist jetzt eine Krankmeldung. Also ich programmiere mit euch eine Krankmeldung. Das heißt, ich bin krank, sagt dem Bot, ich liege im Sterben. Und dann geht es darum, ja, bis wann ist man krank und so weiter. Und dann passiert im Hintergrund der Prozess. Also es gibt eine Krankmeldung, die Kollegen werden benachrichtigt in meinem Team. Wenn ich irgendwelche Termine habe, werden die abgesagt. Und so. Und da kann man sich jetzt sozusagen überlegen, was passiert denn alles, wenn jetzt so ein Ereignis antritt und welche Rahmenparameter brauche ich denn noch dazu? Ne? Also beim Krank ist es so, bis wann? Ja, und das kann man jetzt beliebig kompliziert machen und dann auch überlegen, wie muss ich denn, wenn das jetzt tatsächlich ein User-Interface wäre, wie müsste ich das gestalten?
Also für uns Softwareentwickler, Softwareentwicklerin wird es jetzt nicht einfacher. Ne? Aber ich glaube, für die Anwender und Anwenderinnen wird es bequemer. So, jetzt ein ganz einfaches, ist alles vorbereitet. Ich mache alles mit .NET. Klar, .NET User Group und so. Ne? So, ihr startet Visual Studio, installiert eure Vorlagen. Könnt ihr einfach mal ein bisschen googeln. Also es gibt auf GitHub-Seite, wo das SDK da ist, da sind auch die Vorlagen da. Und das ist alles so in dem GitHub-Projekt drin. Ne? Brauche ich nicht langweilen. Und ich möchte einmal klicken und einmal starten. So, ihr wählt AI-Bots, ihr wählt ein Echo-Bot. Einmal weiter. Ja, gut, fertig. Und dann erstellt Visual Studio die Sachen. Ich versuche alles sozusagen wenig zu klicken, weil ich glaube, ihr kennt das alles, in dem Augenblick, wo man Screen shared, dauert alles ewig. Ja. Projektvorlage oder was machen. Es gibt, um den Bot zu testen, gibt es ein, nicht klicken, ein Bot. Bot-Frame-Emulator, der dient dazu, mit dem Bot sozusagen, also das ist sozusagen der Mensch, der an den Bot macht. Also ein Channel in der Sprache, der Bot-Sprache. So, Visual Studio lädt. Also es ist wirklich schwierig. Also Visual Studio und gerade solche sehr GDI-lastigen Programme tun sich unheimlich schwer. Was passiert jetzt hier? Das ist am Ende des Tages ist eine Web-Applikation, es ist ein Webserver, es ist eine Web-API in seiner bekannten Struktur mit Controller und Startup und Programs.js. Und wir haben einen Controller, der sozusagen die Chat-Nachricht entgegennimmt. Also Chatten ist ja von Haus aus Messaging. Ja. Also kommt ein Request, ein HTTP-Request rein, ein Chat-Request und dann in diesem Gegen-Waiting. So, und gebaut ist es so, also da kommt der Post rein und das SDK geht hin und leitet die vom Controller den Request durch an so einem iBot. Und hier ist auch ein Bot implementiert, der sogenannte Echo-Bot. Und also leitet ab von Activity Handler und so weiter. Wichtig ist, es gibt dann ein Ereignis, was man überschreibt, wo dann tatsächlich die Nachricht reinkommt. Wollen wir mal starten, damit wir mal unser Hello World gesehen haben. Ich habe mein Bot Framework. Da erstellt man dann, sagt New Bot Konfiguration. Also im Wesentlichen sagt man die Adresse. Wo liegt denn der Bot? Was? Die falschen genommen. Warum habe ich jetzt hier den falschen genommen? Edit Configuration.
Läuft noch, oder? Ah. Sorry. Der startet im Browser, aber im Browser gibt es nichts. Ja, das Template. Muss man ausschalten. Und dann will er debuggen und dann ist nichts und so was. Okay, und er ist natürlich noch belegt, weil ich habe mein echtes Beispiel offen. Ich glaube, wir gehen gleich auf das echte Beispiel, dann brauche ich hier nicht rumdebuggen, vor allem, weil dann auch nicht mehr so viel Zeit ist. Okay, also ich habe jetzt mein Krankmeldungsbot, den habe ich jetzt in verschiedenen Branches von dem GitHub drin. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr es dann einzeln machen. Das ist ein reines SDK-Projekt, also ich habe da nicht viel dazu gearbeitet, nichts dazu gemacht. Es ist so, dass ich tue aber das andere Visual Studio zumachen, damit da nichts passiert. Wenn ihr das SDK benutzt, kriegt ihr diese Vorlage. Die Erwartung, die jetzt hier passiert, ist folgendes, dass dieser Bot, also das, was wir vorhin hatten, das ist erweitert über einen generischen. Das heißt, diese ganzen Methoden und so sind jetzt einmal ein bisschen komplexer geworden, sodass man viel mehr macht. Und die Idee, die dahinter ist, ist, dass man nicht mehr eine Nachricht parst und darauf reagiert, also nicht mehr explizit, sondern dass man das Konzept einführt, es gibt einen Dialog. Und diesen Dialog, den darf man tatsächlich betrachten, einmal als einen UI-Dialog, das heißt, ich designe da Buttons, oder man kann das auch anders betrachten, das ist ein Gespräch mit einem Bot. Und jetzt halte ich mal hier meinen Haltepunkt, also in meinem, geh weg. Mein Scrollbar ist verdeckt. Weg. Was ich hier mache, ist, da kommt dann sozusagen der Request rein in den Bot. Der Bot gibt es dann weiter an einen Dialog. Und hier haben wir dann einen Main-Dialog, also das ist meins, der dann sozusagen mein Hello World ist. Und in diesem Hello World-Dialog, geht man hin und tut dann die einzelnen Gesprächsinhalten oder die einzelnen UI-Elemente zusammen komponieren. Was ich hier mache, ist ein Wasserfall. Das heißt, da kommt eine Frage rein. Ich versuche die zu verstehen. Also da kommt eine Nachricht kommt rein. Ich verstehe die, gebe eine Antwort und wir sind durch. Ja. Und in diesem, das kann man dann wiederholen, und in diesem Muster kann ich dann hingehen und sagen, okay, Nachricht verstanden, nächster Dialog. So läuft es dann weiter. Also gucken wir mal, jetzt ist jetzt hier noch ein Haltepunkt und lasse das Ding starten. Bei meinem Chatbot muss ich den anderen aufmachen. Ich zeige euch gleich dann, warum. So, Nachricht wurde geschickt. Müsste jetzt hier auftauchen. Riecht, genau.
Also ich komme jetzt sozusagen in den ersten Schritt rein. Also die Unterhaltung wird begonnen und mein Intro, ich sage, wie kann ich dir helfen? Daraus mache ich einen Text und ihr seht, es gibt hier so eine Factory. Also ich gebe jetzt wieder einen Text zurück. Ja. Ich mache hier den Haltpunkt weg, damit es flüssiger wird. Und dann frage ich sozusagen nach einer Antwort. Also ich schicke was weg und dann frage ich nach einer Antwort und dann kommt der nächste Step, dann kommt die nächste Nachricht wieder rein. Und dann setze ich hier mal einen Haltepunkt, gehe mal go. So. Wie kann ich dir helfen? Das hier oben, das sind solche adaptive Karten, die habe ich, das ist ein eigenes Thema. So. Man kann so User-Interface-Element hier reinmachen. So, und dann gebe ich jetzt eine Nachricht rein, wie Hallo. Und dann kommt, okay, hier war das mein Dialog, dann das Weiterleiten, erste Nachricht. So, und dann komme ich jetzt in meinen Step-Kontext rein, in Main-Step. Und hier gibt es dann so immer so eine Art Kontext, der mitgeschliffen wird von einer Nachricht zu einer nächsten Nachricht. Und da gibt es also der Step-Kontext und da gibt es dann ein Result, das ist nämlich das, was ich gesagt habe. Und dann seht ihr, hier steht Hallo. Und genau diesen Hallo gebe ich zurück. Und dann sage ich im Step-Kontext Next. Und dann lande ich in meinem Final rein und in meinem Final gebe ich wieder einen Text rein und sage, fang nochmal von vorne an. Also das ist sozusagen die Idee, die da hinkommt. Und dann sieht man in meinem Bot, habe ich hier Hallo, der Bot hat geantwortet Hallo und dann fängt es wieder von vorne an. Soweit so klar? Und noch alle bei mir, oder? Super. An der Stelle muss man sagen, sind wir eigentlich konzeptionell durch. Ja, also das heißt, wie geht es jetzt weiter vom Programmiermodell? Da kann man sagen, naja, dem geneigten Leser wird das jetzt überlassen. Ne? Also ich darf jetzt hingehen und auf diesen Text, der da reingekommen ist, reagieren. Und fragen, okay, was hat er mir gesagt? Das kann jetzt ein Kommando sein oder irgendwas. Und dann reagiere ich darauf und mache weiter. So wie Kommandozeile. Also ich kann an der Stelle jetzt ein Kommandozeilenprogramm lostreten. Das macht es jetzt noch nicht einfach, aber würde gehen. Ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Was ich haben möchte, ist aber was Intelligenteres. Ich beende das Debuggen. Weil ich möchte jetzt nicht stur auf irgendwelche Schlüsselwörter reagieren, so also wie eine Kommandozeile oder wie in einem User Interface, wo man genau auf diesen Button drücken will, sondern ich möchte jetzt natürlicher sein. Ja? Also ich möchte die Menschen, die jetzt diesen Bot benutzen, möchte auf die abholen und nicht sagen, du musst genau das sagen oder das sagen oder das sagen, ja? Sondern so ungefähr. Und an der Stelle kommt jetzt natürliches Sprachverständnis ins Spiel. Also wenn man jetzt schon mit Chatbots redet, dann will man natürlich reden. Und da gibt es ein natürlich Language Understanding, ist das ja ein Natural Language Processing, wo man Sprache trainiert. Und da gibt es auch was von Microsoft, wie man so schön sagt, nennt sich LUIS. Language Understanding. Man geht auf Louis AI und wer eine Azure Subscription hat, der ist dann schon drin und kann loslegen. Das ist recht günstig. Die Idee hinter diesen Louis ist, das Gleiche gibt es übrigens auch mit Alexa und so. Also das Prinzip ist immer das Gleiche. Man hat ein vortrainiertes Modell.
Ja, das heißt, Microsoft ist hingegangen, hat schon mal ganz viel trainiert und jetzt kommen wir rein und setzen auf dieses vortrainierte Modell, setzen wir so mal unsere Domäne dazu. Ja. Und dann muss das Modell deutlich weniger trainieren, oder ich vor allem als Entwicklerin muss deutlich weniger tun und verstehen. Man legt also ein Projekt an, würde ich das sofort hinkriegen, also ein bisschen durchklicken. Das Konzept, was dahinter steckt, sind sogenannten Absichten. Also ich definiere Absichten, man gruppiert die Absichten mit, was will der mir jetzt sagen? Und ich habe jetzt hier eine Absicht, die habe ich genannt Notification of Illness, also eine Krankmeldung. Ich möchte eine Krankmeldung abgeben. Und natürlich kann so ein Chatbot verschiedenste Absichten haben. Man macht noch ein paar andere Absichten rein, typischerweise, wie so Confirms und okay und ja und die gibt es schon vorgefertigt, ausgebaut. Und was wichtig ist, man gibt auch so keine Absicht rein, weil das Erste, was Menschen mit Chatbots machen, sind Siri, willst mich heiraten? So Themen. Ja. Und die muss man mit abfangen. Also wir bei Bluence, wir haben vor Hunderten von Jahren tatsächlich auch Chatsysteme gebaut. Und da war, also Thema Sexualität ist da groß geschrieben. Also man macht einen Chat und dann wird immer, es ist immer das Gleiche. Also ein bisschen erstmal Bullshit und dann, also bei Bots noch stärker, aber bei Menschen genauso. Ja. So. Und das Schöne hier bei Lewis ist so, da kann ich jetzt Sätze trainieren. Also das sind jetzt keine Schlüssel, also keine vorgegebenen Sätze, sondern ich versuche herauszufinden, und das ist jetzt UX, ich versuche herauszufinden, wie würden Menschen reden, wenn sie sagen, ich bin krank. Ja? Also natürlich, ich bin krank, ich habe mich erkältet. Auch bis wann? Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, ich liege im Sterben und komme bis Montag nicht ins Büro. Ja, so in der Art. Das ist ein Satz und ich habe definiert im Vorfeld hier in meinem Bot. Es gibt nämlich eine Entität, die heißt bis wann. Ne? Und das ist hier also bis Montag. Das ist mein Datum, das ist ein Datetime 2 und der Rest ist der Satz. So mache ich das durch, drücke dann auf Trainieren und drücke dann gleich auf Publish. Und dann schauen wir uns das mal Bare Metal an, was da jetzt kommt. Eine kurze Frage. Gibt es den Sigbot im Anschluss im GitHub? Wenn ja, ja, würden sich die Leute auf den Link freuen dann? GitHub, Bluehands und dann sieht man es Chatbot. Irgendwie. Sieht man sofort. Okay, super. Genau, publiziert. Wir nehmen unser Postman und und dann, also diese URL da oben, man muss sich autorisieren, selbstverständlich. Ja, da gibt es einen Header und keine Sorge, ich werde die da resetten mit dem Video. Also ich bin bis morgen krank, sage ich da rein, das will ich haben. Ja, und das gibt man in die URL rein. So, das schicke ich mal los an Louis. Und sieht, Moment, ein bisschen größer machen, ein bisschen scrollen. Okay, also, was kam? Also das war, was ich gesagt habe. Und jetzt kommt sozusagen die Vorhersage. Wahrscheinlich mit 82% ist es eine Krankmeldung.
Und dann sagt er mir auch noch, wann. Das ist so eine Datenstruktur Timex, die ist so ein bisschen komplex zu parsen. Kann man, gibt's Libraries zu. Ich habe da auch was gemacht. Also das ist ein eigenes Format. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier reinschreiben, ich bin am Kotzen und erst wieder am Freitag da. So, mal gucken, ob er es findet. Okay, Notification of Illness mit 86 und ich habe auch ein Datum. So, Freitag ist natürlich ein bisschen unklar, ja, deswegen war das jetzt der letzte oder der nächste. Aber so geht es weiter und man sieht hier auch dann diese Timex-Format. Es hat eine gewisse Komplexität in sich. Christian, bis drei, ne? Genau, du hast noch ungefähr eine Viertelstunde. Ja, alles klar. So, dieses Lewis, das baue ich jetzt, also diese Funktionalität von dieser Sprachunterstützung, die baue ich jetzt in meinen Chatbot ein. Da gibt es ein Tooling, um Wrapper-Klassen zu bauen. Im Wesentlichen läuft es jetzt folgendermaßen. Man kriegt einen Text und dann sagt man, also diese Lewis Recognizer, das ist tatsächlich aus dem Tooling heraus, kommt da so ein Interpreter, da sagt man bitte nimm diesen Text und interpretiere es, was es ist. So. Und dann kommen die Results raus und okay, es ist jetzt ein Notification of Illness. Absicht, was reinkommt. Und wenn es da jetzt mehr gibt, würde man halt jetzt die anderen auch noch mitnehmen. Ne? Also das ist so ein klassischer Switch. Und was ich jetzt tue oder was man dann tut, ist, dass man nicht in dieser Klasse jetzt sozusagen das Ganze abfrühstückt, sondern man bringt es jetzt weiter und geht in das nächste Gespräch. Ja? Also ich habe gesagt, ich bin krank und dann geht's weiter, wo dann zum Beispiel gefragt wird, bis wann, wenn ich das nicht mit angegeben habe und so weiter. Also ein nächster Dialog wird hier geöffnet. Ja? Step Concept, Begin Dialog. Das ist der Notification of Illness Dialog. Wieder so ein so ein Wasserfall, man fragt, bis wann bist du krank und dann alles klar, ich habe verstanden, dass du bis da und da krank bist, also bitte immer wiederholen, irgendwie die Information mitgeben und dann sind wir wieder durch, dann sind wir wieder fertig. Und das Schöne ist, man hat ja State, also ich muss ja nicht jedes Mal fragen, wenn was ist. Ja. Und das System, also das SDK, liefert mir jetzt State für den Benutzer und für die Konversation. Und wenn ich jetzt mein System parse, also wenn ich jetzt mal die Nachricht geparst habe, kann ich das in den State reingeben. Und das ist jetzt, also mein State ist ein Notification of Illness Detail. Das gibt man dann so durch, ja. Und so hält das System sein State. Den State kann man dann in Memory machen, wie jetzt hier. Oder man kann den Persistent halten, wenn man hier so eine verteilte Applikation hat. Lass uns jetzt mal einmal starten, damit man es mal sieht. Ich starte die Unterhaltung neu. Nee. Kommt. So.
gut ist, wenn man so noch ein bisschen Beispiele gibt. Ne? Aber gehen wir hin. Also ich bin bis Montag krank und komme nicht. So, Enter. So, jetzt einmal Louis. Louis kommt die Nachricht zurück und jetzt hier wurde interpretiert und hier meine Verständnisfrage, alles klar, bis zum 14. Ja. So. Cool, also da kann man jetzt wirklich Sätze machen, ja, und dann klar mit Ja oder Nein. Damit kann man jetzt tatsächlich so eine Art Unterhaltung bauen, basierend auf ein vortrainiertes Modell von Louis, und das kann man beliebig komplex machen, das kann man mit mehreren Sprachen machen, also läuft und ich glaube, es verkauft sich auch wie geschnitten Brot. Ne? Also das ist wirklich ein sehr einfaches, ein klassisches Azure Service von diesen Cognitive Services, die Microsoft anbietet, und geht gut. Soweit so klar? Wunderbar. Noch alle da. Wie gut erkennt das Framework den Schreibfehler wie Freitag anstatt Freitag? Ja, probieren wir es doch. Ich bin bis Freitag krank. Hm? So. Nicht erkannt. Ja. Hat seine Grenzen. Das Nette ist, man kriegt es ja mit, wenn er es nicht erkennt. Kann man sich ein bisschen entschuldigen. Ja, sorry, jetzt habe ich nicht verstanden. Okay, next step. Das war jetzt, da könnte ja jeder kommen, der sagt, ich bin krank. Sondern was ich jetzt mache, und jetzt kommen wir zu einem weiteren konzeptionellen Thema. Ich möchte natürlich den Menschen, der davor sitzt, also der jetzt chattet, identifizieren. Ich muss ihn ja authentifizieren, weil wer ist denn jetzt krank? Ja. So, schauen wir uns das nochmal an. Ich check schon mal aus. Was ich jetzt brauche, ist ein Ankerpunkt. Und Microsoft bietet so einen Ankerpunkt an. Das nennt sich Bot-Registrierung. Das ist man erstellt eine Ressource, sagt, ich hätte gerne ein Bot. Und dann bekommt man sowas, wie ihr es gleich auf dem Bildschirm sieht. Im Wesentlichen ist es eine Art Sammelsurium von Konfigurationen. Und dieser Bot, wenn ihr diese Konfiguration habt, dann ist es auch ein Security-Anker. Das heißt, mein Chat-System, also nicht jeder kann mit diesem Bot jetzt chatten, sondern ich brauche in der Tat Credentials für, also Service Credentials sind das. Das ist im Prinzip wie ein API-Key, um überhaupt mit diesem Bot zu kommunizieren. Diese Bot-Konfiguration, die hat eine Möglichkeit, Authentifizierungsdienste anzubinden, also OAuths. Und ich habe ich habe schon mal ein Azure Active Directory gemacht, also mein Tenant, mein Bluence-Tenant. Ich möchte es jetzt sozusagen nur den Kollegen von Bluehens zur Verfügung stellen. Das heißt, man muss sich mit Bluehens Account einloggen, aber wer will, darf auch Facebook nehmen. Ja. Also das ist ein klassischer OAuth und damit authentifiziert man den. Aber ich habe jetzt hier mein Bluehens Tenant drin. Will auch gerne mal starten und dann muss ich mich beeilen. So ist er da.
nochmal neu starten. Und dann möchte ich gleich mit euch nochmal Channel machen und ich weiß nicht, ob wir noch zur Graph-AG kommen. Wir haben ja noch 5 Minuten. Muss ich schneller reden? Musst du entscheiden, darfst du entscheiden. Nein, ich kann nicht schneller reden, rede schon ganz schnell. So, also es kommt rein. Dieses bei Azure anmelden, das ist auch wieder so ein Dialog, der ist vorkonfiguriert, Entschuldigung, nicht der Main-Dialog. Und da sagt man sozusagen, ich hätte gern so ein OAuth-Prompt. Ja, der geht dann da rein und der Chatbot hat dann jetzt hier in diesem Channel. So, und dann muss ich mich anmelden, geht ein Fensterchen auf. Ja, bin schon angemeldet. Das ist ja dieser Geräteflow. Copy, Paste. So, und was ich jetzt mache, was ich gemacht habe, ist, also jetzt passiert die Authentifizierung, wie immer, wie man das so haben möchte. Und ich habe hier mal im Chat, also das kann man erkennen, das ist ein JSON Web Token, ein Identity Token und da bin ich drin, ne? Kann man eindeutig lesen, wie das so. Und damit habe ich jetzt den Benutzer, die Benutzerin, die vor diesem Bot benutzt, identifizieren können. Und hier seht ihr, okay, hier steht ID. So, und ab jetzt handelt mein Bot im Kontext von ID. Also er hat den Identity-Token von ID Mir Mohammadi und kann jetzt mit Office 365, mit Azure AD und so weiter kommunizieren in meinem Namen. Und in Produktion ist es so, dass ich tatsächlich jetzt eine Mail schicke in meinem Namen. Ich schaue mir die Termine an in meinem Namen, sind meine Termine, sage die ab. Also das ist sozusagen dann an der Stelle Office-Automatisierung und kann noch weiter Sachen abholen. Ganz kurz, wie kann man das benutzen? Also leider langt es jetzt nicht, dass wir uns Graph-API noch anschauen. Da gibt es das Konzept Kanäle. Das sind die Zugangspunkte, die in diesen Bot reinkommen. Also ich habe die Web-Applikation und ich habe diese Bot-Konfiguration. Und diese Kanalkonfiguration inklusive Security und so weiter, die sind in dieser Bot-Konfiguration, aber die Kanäle, die reden natürlich mit der Web-Applikation. Ja. Die Web-Applikation läuft hier in dem Falle, der habe ich schon vorher deployed in einen App-Service und es gibt da zig Kanäle, leider sind da mehrere schon abgekündigt. Also Skype zum Beispiel kann man sich nicht mehr registrieren. Skype für Business geht nicht, aber so Telegram und so funktioniert gut. Ich habe das in Teams gemacht. Ja, also ich habe jetzt meinen Chatbot in Teams gemacht. Das ist die Methode der Wahl im Enterprise. Und das ist eine Teams-Applikation und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man sowas macht. Da gibt es in Teams ein sogenanntes App-Studio. Am Ende des Tages ist es ein Manifest, ein Stückchen JSON. Und das konfiguriert man. Ich habe schon mal eins konfiguriert. Das kann man dann auch in den Marketplace tun oder in seinen Tenant bringen. Man klickt da einmal durch. Wichtig sind, dass man hier so diese Geheimnisse mitgibt, diese Keys. Also das ist jetzt meine und weiter an der Stelle muss man dann die vom Bot dazu machen. Man holt sich die Bot-Konfiguration, also schön gewizardet, ja, was man machen kann und kann dann am Ende, wenn man das sich durchgeklickt hat, einmal selber installieren zum Testen oder man kann die sozusagen web publizieren. Und dann ist dieser Chatbot ich hoffe, dass das jetzt geht, in Teams drin. Das heißt,
Ich kann jetzt mein Wort auswählen und sagen Hallo. So, mal gucken, ob er da ist. Problem ist, andauernd diesen Bot rein, raus, kann zu viel sein. Genau, er kommt gerade nicht. Doch, da ist er doch. Okay. Ich bin bis morgen krank. So. Und dann kommt der Dialog. Man sieht hier, dass die Ja-Neins ein bisschen anders aussehen, weil das ist, wie dieser Dialog gerendert wird, das hängt natürlich vom Client ab. Ja, hast du richtig verstanden. Und dann geht hier meine Domänenlogik weiter. Ne? Also er hat meinem Kollegen eine Mail geschickt, dann tut er meinen Teamkollegen mal machen. Sag ja, ach, das Mailing habe ich jetzt schon rausgenommen. Und dann guckt er, ob ich Termine habe und so weiter. Keine Termine, kann er nicht absagen. So, 15 Uhr. Das war ein Überblick über Chatbots, wie man mit den Chatbots nochmal das natürlichsprachliche Verständnis aus Lewis mit einbaut. Eine kurze Authentifizierung. Und ich glaube, wir müssen mal da so einen ganzen Tag Workshop machen. Vielen Dank. Wenn es noch Fragen sind, ich bin da.